Heute ist Mittwoch, der 12. Dezember und ich habe wieder etwas Älteres mitgebracht, kein Märchen, aber auch etwas für die Weihnachtszeit Berührendes. Ich habe solche Geschichten an den Elternabenden immer vorgelesen in der Weihnachtszeit oder zu Weihnachtsfeiern, genau wie diese Ausländer-Raus-Geschichte, aber das ist natürlich alles schon uralt Lavendel. Macht nichts, ich finde es immer noch gut. Okay. Gut, vielleicht kennt der ein oder die andere die Geschichte ja auch schon. Kann das besser? Nein. Doch. Und zwar ist es wohl wirklich so passiert. Vor über 100 Jahren. Jetzt kann das ja schon fast vor 200 Jahren passiert sein. Ich habe nicht recherchiert. Hat die 8-jährige Virginia Ohanian aus New York an die Tageszeitung Sun geschrieben, einen Leserbrief oder eine Frage gestellt, und daraus hat sich dann mehr ergeben, als man meinen sollte. Sie hat Folgendes geschrieben: Ich bin 8 Jahre alt. Meine Freunde sagen, es gibt keinen Weihnachtsmann. Papa sagt, was in der Sun steht, ist immer wahr. Bitte sagen Sie mir, gibt es einen Weihnachtsmann? Und diese Sache war dem Chefredakteur Francis P. Church so wichtig, dass er selbst antwortete, und zwar auf der Titelseite der Sun. Liebe Virginia, deine kleinen Freunde haben nicht recht. Sie glauben nur, was sie sehen. Sie glauben, dass es nicht geben kann, was sie mit ihrem kleinen Geist nicht erfassen können. Aller Menschengeist ist klein, ob er nun einem Erwachsenen oder einem Kind gehört. Im Weltall verliert er sich wie ein winziges Insekt. Solcher Ameisenverstand reicht nicht aus, die ganze Wahrheit zu erfassen und zu begreifen. Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Es gibt ihn so gewiss wie Liebe und Großherzigkeit und Treue. Weil es all das gibt, kann unser Leben schön und heiter sein. Wie dunkel wäre die Welt, wenn es keinen Weihnachtsmann gäbe. Es gäbe dann auch keine Virginia, keinen Glauben, keine Poesie, gar nichts, was das Leben erst erträglich macht. Ein flacker Rest an sichtbarem Schönen bleibt übrig. Aber das Licht der Kindheit, das die Welt ausstrahlt, müsste verlöschen. Es gibt einen Weihnachtsmann. Sonst könntest du auch den Märchen nicht glauben. Gewiss, du könntest deinen Papa bitten, er solle am Heiligabend Leute ausschicken, den Weihnachtsmann zu fangen. Und keiner von ihnen bekäme den Weihnachtsmann zu Gesicht. Was würde das beweisen? Kein Mensch sieht ihn einfach so. Das beweist gar nichts. Die wichtigsten Dinge bleiben meistens unsichtbar. Die Elfen zum Beispiel, wenn sie auf Mondwiesen tanzen. Und trotzdem gibt es sie. All die Wunder zu denken, geschweige denn sie zu sehen, das vermag nicht der Klügste der Welt. Was du auch siehst, du siehst nie alles. Du kannst ein Kaleidoskop aufbrechen und nach den schönsten Farbfiguren suchen. Du wirst einige bunte Scherben finden, nichts weiter. Warum? Weil es einen Schleier gibt, der die wahre Welt verhüllt. Einen Schleier, den nicht einmal alle Gewalt auf der Welt zerreißen kann. Nur Glaube und Poesie und Liebe können ihn lüften. Und dann werden die Schönheit und Herrlichkeit dahinter auf einmal zu erkennen sein. Ist das denn auch wahr, kannst du nun natürlich fragen, Virginia? Ja, Virginia, nichts auf der ganzen Welt ist beständiger. Der Weihnachtsmann lebt
und ewig wird er leben. Sogar in 10 mal 10.000 Jahren wird er da sein, um Kinder wie dich und jedes offene Herz mit Freude zu erfüllen. Frohe Weihnacht, liebe Virginia, dein Francis P. Church. Ja, das Ganze hat stattgefunden im Jahr 1897 und ab dem Tag bis die Sun, also diese Zeitung, 1950 eingestellt wurde, gab es jedes Jahr zur Weihnachtszeit auf der Titelseite diesen Briefwechsel zwischen Virginia und Francis. Und das finde ich schön. Ich weiß nicht, wie das heute wäre, wenn ein Kind eine Zeitung anschreibt, ob das ernst genommen werden würde. Und dann auch noch in dieser Art und Weise. Und ja, da steckt viel Weisheit drin in dieser Geschichte. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Könnte man auch mal sagen, mit Antoine d'Exupéry. Ja, die Mitte der Woche ist rum und dann naht schon der dritte Advent, die Zeit. Ist einfach Zeit. Ich wollte gerade sagen, sie rast, aber so ein Quatsch. Wir rasen. Die Zeit ist, was sie ist. Okay, vielleicht kann man das noch wegschneiden. Ich sag aber tschüss, bis morgen.